Ihr wollt wissen, wofür ich das Katerium jetzt brauche? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, das ist weg. Ach, das ist so schön. So, wir haben den Spaß hier. Was dröhnt hier eigentlich so? Moment. Okay, das sah einfach nur so aus. Sind das die Mixer, die so dröhnen? So aus. Okay. Jo. Ach, du fährst immer noch Motoren hier durch die Gegend. Das sollten wir abstellen. Aber es ist gut, dass du da bist. Denn ich habe ja leider keine Antwort bekommen. Ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig. Und ich würde sagen, wir kümmern uns um eine Batterieproduktion. Und schauen, dass wir hier eine Drohnen-Dingsbums hinbekommen. Ihr wisst schon, Drohnen-Dingsbums. Ist doch ganz logisch, oder? Eine Drohnenstrecke für das Gewebe. Um daraus dann die Masken zu machen. So, du fährst jetzt los. Gucken wir uns erstmal die Bahnfahrt an. Ich muss immer noch die dämlichen Kisten. Das vergesse ich jedes Mal. Kisten wegmachen. Da kommt eine Menge Schwefel. Ja, ist gut, das scheint vernünftig zu laufen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ist das eigentlich? Also Drohnen müssen wir sowieso noch mit rum experimentieren. Kann ich der eine Batterie mitgeben, damit die sich dann wieder die Batterie für einen Rückweg nimmt? Oder wie läuft das? Werden wir herausfinden. Da hinten haben wir gesagt, machen wir unsere Waffenfabrik. Das bedeutet, wir schauen jetzt gleich einfach mal, was bringt. Die müssen ja auch nicht super effizient und schnell sein. Also wenn wir hinten sind, stellen wir erstmal den Zug hier ab. Packen die Motoren auch wieder ins Lager, anstatt da hinten hinzubringen. Schauen wir uns den Spaß an. Das kriegen wir doch alles wohl hin, oder? So, da kommen wir an. Den Autopiloten schalten wir aus. Anhalten. So. Dann machen wir hier. Wir haben das hier in den Dings reingeleitet. Du kommst weg. Hier kommt da raus. Geht erstmal da rein. Okay. So. Ich meine, prinzipiell wäre es natürlich auch eine Möglichkeit. Da kommen nur welche. Wäre das auch eine Möglichkeit zu sagen, wir packen die, also wir nehmen die Bahn, die wir da haben, packen da unser ganzes Material rein, dann könnte ich mir die Drohne sparen, aber ich möchte gerne Drohnen haben. Ich möchte hier was rumfliegen haben. Und nicht nur die blöde Motte, die mir immer überall durchfliegt. So. Das ist doch wunderbar. Ja. Ey, das habe ich ja hier mega gut gemacht. Beliebig. Und ihr hier? Keine. Und rechts? Keine. Einfach immer durchballern. Egal, was hier ankommt. Schön dadurch. Jo, mach mal langsam. Wunderbar. Das funktioniert gar nicht.
mit da ist. Ach ja, das waren unsere Nobilisten. So, jetzt wird das wieder eingeballert. Super. So, jetzt stellen wir uns mal da oben hin. Oh. Nein, ich wollte hier vorne vor. So, können wir hier eigentlich was abhaken? Ah, wir können was abhaken. Wunderbar. Farbe auswählen. Einstellung fertig. Farbe auswählen. Bild auswählen. Hintergründe. Das Ding. Bild auswählen. Und die Einstellung nicht zurücksetzen. Kopieren auch nicht. War hier nicht mal an. Leute, verwirrt mich doch nicht so. Alter! Plattenstangen, Schwefel. Ach genau, das war für da hinten. Da gehen wir irgendwann auch noch mal ran. Jetzt kümmern wir uns hier drum. Batterien. So. Wir könnten eine Runde hier irgendwo zocken, ne? Packer Deluxe? Nein. Das machen wir aber nicht. So, hier draufstellen. Dann gucken wir mal. Batterie. So. Welches nehme ich denn? Dafür brauche ich die Aluoxidlösung. Das ist doof. Ich glaube, ich nehme das Rezept. Da brauche ich nämlich keine Schwefelsäure, wo ich wieder Wasser für bräuchte. Und ich kann einmal, ja, brauche ich den großen Apparillo. Aber ich kriege mehr Dinger da raus. Und ich kann da zusammenpacken mit Zeug, das sowieso hier ankommt. Ja. Gebäude. Erstmal, schauen wir erstmal, dass wir so ein Drohnen-Ding hier hingebaut kriegen. Drohnen-Landeplatz. Was brauchen wir? Wir brauchen hier sowieso zwei. Was brauche ich für eine Drohne? Reicht da einer? 9 Inventarslots. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also. Wir ziehen jetzt einmal los. Hier unten ins Lager und holen uns den Shit, der da rechts an der Seite steht. Hallo? Nein? Hä? Ich will da lesen können. So. Hallo? Danke. Das wollen wir haben. Wir gehen jetzt mal hier runter. Da rein. Also erstmal fangen wir an mit dem Einkaufen. Hier wollte ich gar nicht hin. Sag mal, hallo? Runter, danke. Wir brauchen als erstes. Komm, wir gehen einfach von oben nach unten die Liste durch. So, guck mal, hier sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben gar nicht so viel Platz für den Shit. Was davon könnte ich denn weglegen? Durch Beton? Pass auf, Beton, da gehen wir ran. Das Betonzeug, weil ich glaube, so viel brauche ich wirklich nicht. Weil, ne, Beton ist etwas, was wir wirklich richtig, richtig, richtig viel haben. So, reicht das? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Easy. So. Okay. Das hätten wir. Dann gehen wir hin. Was habe ich gesagt? Brauchen wir noch? Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse sind da vorne. Jetzt holen wir uns erst da hinten die Platten. Platten. Davon brauchen wir was. Funksteuereinheiten haben wir da vorne. Motoren. So. Miner und die KI-Begrenzer. KI-Begrenzer haben wir hier. Easy, aber Miner. Miner müssen wir noch machen. Funksteuereinheiten. Puh, sind hier. Wie viele brauchen wir denn? 21. 21? Das finde ich eine doofe Zahl. Und 20.
40 von den Dingen, da werden wir einen ganzen Stack von kriegen. Schauen wir mal. Nehmen wir hier drüber. Dann nehmen wir uns einen ganzen Stack von. Haben wir das auch. Einmal da lang. Einmal hier runter, dadurch, dadurch. Und einen meiner. Warum drücke ich wieder mit der Maus statt? So, wir haben alles grün. Alles grün gefällt mir. Ja, da ist der, glaube ich, im Weg. Wie sieht das hier aus? Wie groß ist dieser Drohnenlandeplatz? Transportation. Sieht das gut aus, wie der hier steht. Die Frage ist halt, es sieht halt doof aus mit den, mit dem Zeug, was dann hin und her geht, ne? Das machen wir auch nicht. Wohin wollen wir den denn wohl haben? Können wir den... Ich glaube, ich weiß, wo ich den hinhaben will. So, hier hin, da lang, hier rum, da rein. So. Okay, das deckt nicht anders. Nehmen wir das mal mit. Na. Da lang. Ich möchte den Spaß nämlich da drüben jetzt hinsetzen. Ich mache da ein bisschen Gelände weg. Und pack das da hin. Genau. Ich glaube, hier ist eine gute Ecke dafür. Machen wir uns da eine Plattform. Jetzt habe ich natürlich nicht. Steht da irgendwie Größe, Abmessung dabei? Nein. Aber wo wir gerade mal hier sind. Scheint noch relativ stabil zu laufen. Das irritiert mich ein bisschen, aber es geht schon. Hätte ich nicht eine. Ja, ich habe eine Kettensäge. So. Mom. Lass ich das hier so ein bisschen über die Klippe hin? Er hat eine Idee, ne? Genau, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir setzen uns. Vermute mal, dass drei reichen werden, oder? Schauen wir doch mal. Transport, Drohnenplatz. Aber nicht ansatzweise. Was ist denn der Spaß? Breit ist der Spaß. Gehen wir mal auf 5 rüber. Zack, zack. So, dann springen wir hier drauf und ziehen. 5 vor. Okay. Und Landeplatz. Okay, 5 sind es nicht. Es sind, wären wohl 4 gewesen. Okay, okay, okay.
Dann schauen wir mal. Das da hinsetzen, direkt in diese Kante. So. Okay, es sind exakt drei. Ich habe das nicht gerallt. Ah. Macht ja nichts. Haben wir hier an der Seite noch ein bisschen Platz. So. Hier hinten, da kommen die Batterien rein. Da ist Eingang, da ist Ausgang, ne? Das sieht ja schon ganz geil aus. Vor allem, weil ich es nicht komplett draufsetzen kann. Ah, ist ja mega. So, irgendwo war doch hier eine Treppe, um da hochzukommen, oder? Ah, in der Mitte. Okay. Das heißt, wir setzen uns jetzt dort und dort einen vor und machen uns hier wunderschön eine Rampe hin. So. Will ich den da stehen lassen? Nein, will ich nicht. Wenn ich den da wegnehme, dann falle ich. Du brauchst Strom, nehme ich an, ne? Ja. Natürlich brauchst du Strom. Wo ist dein Anschluss? Dein Anschluss ist auch tatsächlich auf der Seite. Sehr gut. Dich packen wir einfach genau an diese Ecke und setzen dich da dran. Die brauchen wir nicht mehr. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall hier einen Drohnenport. Jetzt können wir hier eine Drohne draufsetzen. So. Okay, dieser Landeplatz, alle Landeplätze. Ich habe nur diesen. No. Und nicht den anderen noch. Drohnenport. Indus. Industriepark. Süd. Okay, das haben wir. Ausgehend bräuchten wir definitiv Batterien, damit die da rüberkommen und hier welche sind. Das heißt, wir setzen uns dann hier ein. Was können wir daneben machen? Genau. Wir können dort schon mal einen Container machen. Wenn ich herausfinde, wo ich drücken will. So. Ja. Da fehlt mir immer Material. Also da kommen zwei Container, kommt so ein Doppelcontainer. Der eine Teil geht darüber und da rein. Und der andere Teil. Ja, wie sieht das denn mit? Förderlift. Das ist der Eingang, genau. Darüber. Und Ausgang müssen wir sowieso separat machen. Sehr gut. Das wiederum bedeutet, wenn wir den da haben, wir einmal. Okay. Wir brauchen das Zeug. Können wir uns gleich holen. Gut, damit haben wir das. Den anderen Drohnenplatz müssen wir sowieso da hinten bauen. Das heißt, das habe ich jetzt erstmal in der Liste drin. Jetzt muss ich mal irgendeine schlaue Webseite fragen hier. Da mache ich jetzt mal eine Drohnenproduktion, eine Batterieproduktion. Was brauche ich denn alles? Ich brauche, ich möchte haben Batterie. Batterie. Dafür möchte ich aber das alternative Rezept benutzen. Verdammt, wie ist denn das? Classic Battery, genau. Classic Battery. So. Habe ich jetzt hier irgendwie Classic Battery drin? Nee. Okay. Weil das hier ist. Ah, genau, ich muss dir noch sagen, was reingeht. Wir packen rein die Platten hier, die brauchen wir dafür.
Verdammt, da kriege ich so nie im Leben hin. Okay. Wie machen wir das? Pass auf. Da machen wir Durchgang. Einmal gucken hier. Zack. 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 Nee, nicht. Genau, den Baum bauen wir ab. Wir wollen... Ah, weg damit. So. Dann wollen wir den Spaß haben. Also irgendwie per Band hier Materialien hinkriegen. Wir wollen hier. Erstmal wollen wir hier so eine Produktion. Boah, haben wir sogar alles dabei. Das ist ja schon mal super. Jetzt wäre schön, wenn das von hinten käme und wir nach vorne rausgehen, ne? Dahin gehen wir. Hatten das also? Was ist denn, wenn wir das so laufen lassen? Ja, besser. So, da vorne kommt der Spaß raus. Hier geht der Spaß rein. Rezept ist die alternative klassische Batterie. Sehr gut. Schwefel hatten wir. Das ist Beton. Oder war das Schwefel? Nee, da oben war Schwefel. Genau. Schwefel haben wir hier. Das heißt, den können wir von da aus schon mal gut hier hinbringen. Das ist easy. Du wirst. Setzen wir uns mal hier hin. Genau, das hat ja super funktioniert. So. So, da kommt Schwefel an. Was ist das andere, was wir brauchen? Ja, so gut. So, dann hast du den Anschluss da, dann bist du was. Da hin und dann so. Okay, wäre das erste Mal, dass ich darauf achte, aber egal. So, Schwefel. Wir brauchen Kunststoff, den können wir uns auch von dort ziehen. Wie viel Kunststoff brauchen wir eigentlich? 60 pro Minute. 60 pro Minute ist schon viel. Also viel mache ich da hinten gar nicht. Aber wenn ich mit dem einen Zug ankomme, könnte ich das natürlich auch von da kommen lassen. Weil von da kann ich ja mit dem Zug den Spaß... Würde ich das eigentlich hinkriegen? Nein, würde ich nicht. Wäre halt schön, wenn das alles in einem Zug wäre, weil der eine, der fährt quasi immer leer, aber das ist ja egal. Von da aus muss ich den Spaß hier rüberleiten. Ich meine, ich leite es ja schon irgendwie dahin. Dann heißt, ich kann das hier unten rausziehen und hier langleiten.
Das letzte ist Draht. Draht wird da produziert, aber das ist definitiv nicht genug. Ich habe aber da noch Kupfer. Ich kann die all die Sachen kann ich von da aus holen, weil da habe ich meinen Bahnhof. Ich könnte den da so einrichten, dass der mir den ganzen Kunststoff liefert. Was, glaube ich, gar nicht so doof wäre. Und dann auch da hinten noch mal eben ein bisschen Draht bauen. Was haben wir denn an Alternativrezepten für Draht? Wir haben Draht. Okay. Wir hätten das hier. Wie viel Draht brauchen wir? Wir brauchen 90 pro Minute. Haben wir hier in der... Bin ich überhaupt da? Hier in der Nähe haben wir leider kein Katerium. Haben wir... Okay, das wollte ich sowieso noch anderweitig benutzen. Hier haben wir Katerium. Wenn ich dieses Katerium abbaue, dann müsste ich das allerdings hier hinbringen. Quatsch, hier irgendwo hinbringen. Und hier ist ja die Kupferfabrik. Ich könnte das natürlich aber auch von da aus Kupfer hier hinbringen und dann zusammen mit dem... Habe ich alles dafür einen Fabrikator? Fabrikator. Produktion. Fabrikator. Nein, habe ich nicht. Kriege ich aber hin. Hallo Bäumchen. Wir müssen uns kurz unterhalten. So. Da fällt mir gerade was ein. Wichtig wäre nachdenken. Das funktioniert. Ja, okay. So. Nehmen wir mit. Das mache ich ein bisschen weg. Tschüss. So. Wir schnappen uns. Ich will das immer mit Steuerung machen. Ich weiß nicht warum. So. Das hätten wir. Wenn ich dem jetzt sage, soll da einen Fabrikator hinmachen? Hier kann ich besser den Draht auf den ersten packen, ja. Aber das ist ja alles noch halb so wild. Wir machen ja hier nichts Schlimmes. Wir gucken ja gerade nur, wie wir das da hinkriegen. Weil wenn ich das nämlich schön hinkriege... Naja, wäre halt mega mit einem... Hier eben auf das vordere Band den Draht packen, das andere Zeug von da vorne kommen lassen. Das würde ich dann einmal hier so rumlaufen lassen, irgendwie hier unten runter und dann da lang. Das wäre natürlich optimal. Ne? Und dann habe ich mit relativ wenig Aufwand 30 Batterien pro Minute, so viel werde ich nicht brauchen. Den Kunststoff hole ich mir von hinten. Da muss ich sowieso hin für die Drohne. Ich könnte damit auch das Gewebe direkt hier rüberbringen. Aber warum? Das schaffen wir doch wohl, oder? So. Das ist die Frage, mache ich jetzt als erstes den Schwefel hier dran? Ja, so viel habe ich sowieso nicht dabei. Oh mein Gott. Oh, wobei. So wenig ist das gar nicht, was ich dabei habe. Das könnte sogar fast reichen. So, wo sind wir denn hier? Wie läuft das da mit dem Schwefel? Okay. Da könnte ich den abknapsen.
Jetzt kommt auch schon gleich wieder das Autosave. Ja, das heißt, wir nehmen uns einen Splitter. Und safen erstmal. Also Schwefel hätten wir damit schon mal dran. Weil das geht relativ zügig. Da kann ich das Band einfach verschnellern. Verschnellern, genau. Gutes Wort. Und man muss ja da keine Megafabrik draus machen. Echt jetzt. So. Und einmal hier hoch. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist ein Miner Mark II voll übertaktet. Das heißt, wir müssten hier auf Mark III gehen. Sonst lohnt sich der Spaß nicht mehr. Auch das kriegen wir hin. Oh, Landeplatz, ich brauche mehr Platten. Hier haben wir da hinten aber noch fünf Linien. Ja. So, damit geht der Spaß da schon mal rein. Guck mal. Das heißt, wir brauchen jetzt einen solchen. Wir brauchen, ja okay, das wollen wir nicht aufschreiben. Einen solchen. Und definitiv zwei davon. Und irgendwie noch einen Haufen anderem Shit. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Hand. So. Ach nee, wir wollen da vorne hin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, mit dem Kupferdraht können wir nichts anfangen. So, was haben wir denn hier? Eine Möglichkeit, um... Das... Ne, das... Oh, wobei, das brauche ich da hinten erst wieder. Das heißt, die können wir auch einpacken. Funksteuereinheit, Funksteuereinheit. Die können wir einpacken. Und die Highspeed-Anschlüsse. Nein. So, dann haben wir das schon mal. Wofür brauche ich den Spaß hier unten noch? Achso, für den Miner, genau. Das ist gut, dann ist meine Liste da. Okay. Holen wir uns alles. Packen wir aber das noch da rein, das da rein. Das bleibt alles hier, das bleibt auch. Das und ditte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht haben wir. So, fangen wir an. Wir brauchen ein Stack davon. Ein Stack davon. Ein Stack davon. Da vorne sind die Dinger. Diese ein Stack hiervon. 6 mobile Miner, das ist ein Problem. Supercomputer. 6 mobile Miner. Verschmolzener Modular. Das heißt, ich brauche nur 4, weil von dem einen kriege ich 2 zurück. So, den Rest hole ich mir da drüben. Genau. So. Machen wir das mal eben. 1. 2, 3, 4. So, haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir easy. Pass auf. Dann nehmen wir uns nämlich das, das, das und das wieder raus. Damit müsste hier oben alles da sein, bis auf der. Okay. Machen wir auch.
Und da machen wir einfach den Rest voll. Dann sollten wir jetzt genug haben, um einerseits... Shit. Eins habe ich nämlich vergessen. Ich muss ja auch irgendwie... Nein, muss ich nicht. Alles gut. Jetzt hier Quatsch. Ich muss das Kupfer darüber holen, aber erstmal muss ich das... Genau. Wir fangen mit dem Schwefelteil da oben an. Jetzt ist die Frage, erst zu dem Schwefel oder erst... Da, nee, darüber. Das ist näher. Von da aus gehen wir zum Schwefel rüber. Ja. Durchbleiben. Das... Wir schaffen den Flug. Schön hoch. Genau. Du bist da oben fleißig. Da stehen noch Apparellos-Teile-Dinger rum. Rum. So, wir haben hier. So. Ja. Eins. Zwei. Drei, ne? Dann habe ich auch noch ein bisschen Platz. Noch für die Kollegen. Die brauchen wir nicht, aber die Kollegen brauchen wir. So, jetzt haben wir das. Dann rüber zum Schwefel. Es ist gut, dass ich das direkt da oben abzwacke, wenn ich doch hier sowieso schon Schwefel langgelegt habe. Aber, mein Gott, das ist ja immer... Ach ja, gut. Einmal hier runter. Hört auf, uns das Stück. Ich habe auch gerade noch nicht so viel Angst, dass hier irgendwelche Viecher sein könnten. Also, das Band ist voll, das ist schon mal ganz gut. Wenn wir schon hier sind, dann wird das mal eben beschleunigt. Na, komm her. Du wirst beschleunigt. Und wir gehen hier hoch. Und dann wirst du auch beschleunigt. Einmal das Stückchen und einmal das Stückchen. Und wir sagen dort einmal... Update. Wieso habe ich keinen zurückbekommen? Frech. Das war richtig frech. Deswegen. Das war der Grund. Okay. Telefon. Das sieht nach Telekom aus, da bin ich jetzt nicht. Nö, ich hab das Ganze. Und was haben wir hier? Okay. Okay. Du kannst definitiv da rein. Oder sind nochmal zwei? Eins. Zwei. Wir schmeißen das mal eben alles so ein bisschen beiseite hier. Räumen ein bisschen auf. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. So. Muss man eben ein bisschen improvisieren. Hinterher von mir. Produktion. Mistik. Falsch. Organisation. Da habe ich. Wollte ich hin. So. Da rein. Zack. 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 So. Hier soll ein. Du weg. Da soll ein Miner Mark 3 drauf. Der bekommt die 3. Macht volle Pulle hier. Ballern. Bekommt irgendwo Strom. Von wo hast du denn Strom bekommen? Du hast Strom bekommen von? Gut. Und du bekommst auch Band von... Ja. So, du haust jetzt einfach raus. Passt schon. Okay.
Jetzt haben wir noch die drei. Wir haben hier oben Beton rumstehen. Das weiß ich in 3 Tagen schon nicht mehr, aber egal. Das läuft dahin. Jetzt haben wir gesagt, etwas mehr in die Richtung, dann passt das. Also ungefähr da in die Richtung haben wir Kriterium. Das müssen wir hier rüberbringen. Wie machen wir das denn sonst? Wo kommen wir da am besten an? Fliegen werden wir da nicht können den ganzen Weg. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Wo dieser eine Wasserfall ist. Da ist Kriterium, das wir noch nicht geholt haben. So. Dann versuchen wir uns mal auf diesen Vorsprung zu retten und dann laufen wir ein Stückchen. Haben wir Gott sei Dank die guten Shit, Treter an. Danke. Merke, hier an der Kante sind viele Löcher. Ich möchte über diesen Satz nicht weiter nachdenken. Ja, okay, danke. So. Ich befürchte, dass wir dieses Projekt auch so nicht abschließen werden heute. Aber wir sind dabei. Passt die Richtung noch, in die ich laufe? Und die Richtung passt sogar noch sehr gut. Ich muss mal ein bisschen nach links korrigieren. Ich hätte gedacht, ich muss nach rechts korrigieren. Aber, nö, alles gut. Es ist herrlich friedlich hier. Okay, hier wird auch nochmal was passieren. Keine Grastextur und so. Also Grasbüschel und sowas. Schwören können. Ich habe ausnahmsweise mal wieder ein Vieh gehört. Das wäre mal erfrischend. Na, natürlich. Die Dinger sind da. Ja, aber das Gute ist, da vorne habe ich eine Brücke. Dahin. Ups. So. Das ist ja mega. Jeha! Hüpf. Nicht genug Platz für Überreste. Geiler Satz. Wir packen uns. Nee, Produktion. Den Kollegen hier drauf, der soll aber auch direkt in welche Richtung soll er überhaupt gehen? Da. Nicht runterfallen. So. So ist okay. Dahin. Muss ich den übertakten? Ich glaube nicht. Dafür habe ich. Braucht das Ding zu wenig gerade. Das heißt, wir ziehen uns jetzt ein Bändchen. Mit. Echt jetzt? Also, ich will es ja wenigstens, dass er halbwegs vernünftig aussieht. Die Richtung wäre prinzipiell gar nicht so verkehrt, ne? Dann machen wir das auch. Nein. Okay.
Dann nehmen wir uns das hier wieder und da, baba. Kommen wir da nicht drauf? So. Warum bin ich jetzt noch da? Egal. Kriegen wir hin. Wir laufen hier ein bisschen durchs Gebüsch. Das war aus dem einfachen Grunde, weil ich hier nämlich schon, das wusste ich natürlich vorher, dass da unten schon, da sind wir. Okay, langsam habe ich einen Überblick. Das heißt, hier kommt jeden Moment Zeug raus. So, wenn ich mich jetzt nehme, ich so ein bisschen. Hier nach den. Nach den Masten richte, wo es dann hier direkt wieder aufhört. Wunderbar. Ich habe gesagt, guck mal, da will ich dran vorbei. Oh ja. Da ist mein Katerik. Ups, das war ein bisschen. Nicht da runterfallen. Oh, cool. Hi, Schnecke. Hallo, Schnecke. Weiter die Richtung. Genau, so wollte ich hier runterfallen. Genau so, nicht anders. Hier noch halbwegs in der richtigen Richtung unterwegs. Fair, ne? Da ist das, okay. Okay, hier muss ich definitiv so ein bisschen drum herum gehen. Weiter da lang. Da geht mein Schwefel lang. Sehr gut. Jetzt wollen wir da ankommen. Okay. Wir möchten einen Fabrikator haben. Der dort hinten reingeht. Hier hin. Mittig. So. Von da aus hätten wir dich gerne. Na, komm hier. Zack. Kein Stress mit. Gar nicht so zu tun. Was wollte ich nochmal machen? Den Draht, genau. Noch 3 Katerium-Barren pro Minute. Sehr lustig.
Oh, ich brauche 3 Katerium Barren pro Minute. War nicht so lustig. Schmelzofen. Ja, komm. Wird schon passen. Logistik. Du gehst bitte dort rein. Danke. Du machst mir aus Kriterium Erz. Wie viel machst du denn pro Minute? 45. Das ist easy. Das Rezept ist ja mal mega. Okay. Warum auch immer ich das da hoch gemacht habe. Ich hätte jetzt direkt runter machen sollen. So, du ballerst da rein und du ballerst noch damit. Jo, das passt. Jetzt muss nur noch hier bei dem schon mal der andere Spaß hin und dann bei dem. Wunderbar. Das heißt, wir setzen dich dort dran. Und hier packen wir einmal so hin, einmal so hin, und sagen letztendlich, das ist ja vollkommen egal. Auf welchem Band was ankommt. Ja, den hätte ich bis vorne ziehen sollen. Oder wollen. Ich war auch nicht. Deswegen kam es. Okay. Jetzt brauchen wir 3 Sachen von der Bühne. Du hier? Warum? Warum werden die nicht abgebaut? Warum gehen die nicht hoch? Weil die hier hinten rausgehen? Wie viel Kupfer habe ich gesagt, brauche ich pro Minute? Batterie, das war dieses hier. 12 pro Minute, 12 für 4, 30 macht der. 30 durch 4, ach du Scheiße. Mal 12, 90. Das heißt, ich müsste hier doch bei den 2 auf jeden Fall auf die 90 kommen, oder? Wie viel haust du raus? 30. Passt nicht. Okay. Ja. Also, ich werde jetzt offscreen auch mal ein bisschen Bänder ziehen. Damit wir da oben den Spaß fertig kriegen. Ja, dann haben wir dort nämlich eine Batterieproduktion, die schön die Batterien hier rüber liefert. Heißt, von da geht dann ein Band hier rüber in einen Container rein und der verteilt das einmal hier rein und einmal in den Batterieslot. Dann können nämlich Batterien mit rübergenommen werden. Dort hinten eingelagert, damit da immer Batterien vorhanden sind. Und hier kommt dann Gewebe raus. Das ist so meine Idee. Ja, ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es tschüss. Macht es gut, Käffchen. Jetzt tschüss.